Hallo liebe Cats und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr kennt vielleicht von den großen YouTubern dieses Format Songs in Real Life. Und ich dachte mir, es wäre ganz lustig, wenn wir sowas auch mal mit Anime-Songs machen würden. Genau, und deshalb würde ich sagen, versuchen wir es heute mal. Ach ja, und lasst euch nicht irritieren von meinen furchtbar schlechten Kostümen, aber ich bin halt nur eine Person und irgendwie müssen halt hier zwei Charaktere miteinander reden können. Deshalb stelle ich euch mal ganz kurz die Charaktere vor, damit ihr sie ein bisschen auseinanderhalten könnt. Ich bin das absolut gar nicht klischeehaft pinke Mädchen Nummer 1. Und ich bin Mädchen Nummer 2, aka die billige Hatsune-Miku-Imitation. Ich bin die Lehrerin und ja, ich hatte keine andere Brille. Ich bin die Mutter und fragt mich nicht, warum ich lauter Blumenketten trage. Ich bin die Kindergärtnerin. Ich bin Sportler 1 und Sportler 2, weil mir einfach nichts Kreatives dazu eingefallen ist. Und ja, ich weiß, ich sehe überhaupt nicht sportlich aus, aber who cares? Nein, ich bin kein Cowboy, ich bin ein random Mann. Ich bin Kind 1 und ja, der Hut passt super. Kind 2. Kind Nummer 3. Yo, ich bin Junge 1 und Junge 2, aber das seht ihr dann schon. Fangen wir an. Ich kenne dich doch! Hä? Woher sollten wir uns denn kennen? Hab dich im Traum gesehen, es war so wunderschön in einem weißen Hochzeitskleid. Moment mal! Ich? In einem Hochzeitskleid? Ja, ist klar! Na Kinder, was möchtet ihr mal werden, wenn ihr groß seid? I want to change the world. Wow, so jung und du kannst schon Englisch. Na und was ist mit dir, Kleiner? Aber hören Sie nicht auf mich, denn ich bin nur ein großer Träumer. Aha. Und du, Kleiner? Mal überlegen. Ich will der Allerbeste sein. Keiner vor mir war. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir sind dieses Jahr in Mathe nicht durchgefallen. Mein Freund, jetzt hier ist ein Sieg. Dies ist der erste Gloria. Oh mein Freund, feiern wir diesen Sieg für den nächsten Kampf. Hey, was hältst du eigentlich davon, Johnny zum Geburtstag eine neue Uhr zu schenken? Keine gute Idee. Und warum nicht? Er hatte Yo-Kai Hey, der Junge da drüben sieht immer so einsam aus. Hat er etwa keine Freunde? Doch, aber die Einsamkeit macht ihm nichts aus. Aha, und warum? Und seine Freunde sind Geschwister, doch dafür hat er die Yo-Kai Watch. Was ist los? Du bist voll spät dran und wir müssen gleich los. Sollen wir noch auf dich warten? Warte nicht auf mich, ich bin auf dem Weg. Ich werde bei dir sein, so schnell es geht. Du hast keine Zeit, sie verfolgen dich. Warte nicht auf mich. Okay, ganz so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Ich werde nicht verfolgt. Also wir können auch auf dich warten. Warte nicht auf mich, ich bin auf dem Weg. Weißt du was? Waiting is wasting for people like me. Oh Gott, ich habe mir gerade den Kopf gestoßen und jetzt schwillt das voll an. Wie schlimm sieht's aus? Das ist etwas, das man wirklich selten sieht. Dein Kopf ist ein Wunder der Biologie. Die größte Rübe der Galaxie. So eine wie deine hat keiner. So eine wie deine sah man hier noch nie. Nur mal so eine Frage. Weißt du, was das Lieblingsessen von Johnny ist? Was er am allerliebsten mag, sind Sonnenblumenkerne, ja! Boah, ich bin ein aufdringlicher Typ und ich bedrohe dich mit einem Schwert, das bestimmt nicht aus Plastik ist. Don't touch me! 1, 2, 3, 4!
heute eigentlich nach der Schule? Wieder mal weiß ich nicht, was ich tu. Oh nein, es ist noch so ein weiter Weg, bis wir da sind. Been a long road to follow. Ja, jetzt hör auf zu singen, sonst kommen wir nie vorwärts. Und glaub mir, ich kann nichts dagegen tun. Ja, wir sind auf dem Weg nach Batalia City. Oh shit, pass auf, direkt auf dem Weg ist irgendwas. Aus dem Weg, bleib nicht stehen, schlaf nicht ein, sonst ist es plötzlich zu spät. Hi, ich wollte dich mal fragen, wie du eigentlich heißt. Nobody knows who I really am. Sag mir, wer du bist, sag mir, woher du gekommen bist. Okay, du bist creepy. Ah ja, und woher kommst du? Gute Frage. Ich komme aus der Hexenwelt. Ich bin die Großhändlerin. Was meinst du mit wir? Ich mach schließlich die ganze Arbeit. Jetzt aber los! Saskon, Clara, Kokuna, Pipi. Ich muss unbedingt nach Hause, denn die Liebe kann nicht warten. Hast du mir nicht mal gesagt, deine große Liebe sei dein Bett? Eben. Die Liebe kann nicht warten. Boah, ich hab so einen Hunger. Olive-Spaghetti. Mama, krieg ich mehr Taschengeld? Nö. So ist das immer. Wie war übrigens deine letzte Prüfung? It was like a nightmare and stay for me. Toll. Und was machst du bei der nächsten Prüfung? I'm not gonna make it, and I was jumping out. Und du weißt ganz genau, mit jedem Schritt bewegst du dich. Hey Schwester, ich schreibe gerade mein Urlaubstagebuch. Weißt du noch, welches Wetter vorgestern war? An jedem Tag war es ein sehr feuriges Abendrot. Das Wetter, habe ich gefragt. Es ist Vollmond. Auch kein Wetter, aber egal. Ich wollte dich eh noch fragen, wer von uns sollte denn heute den Abwasch machen? Wer denn, wenn ich du? Naja, du? Ey, bist du manchmal fertig mit Umziehen? Gib mir noch Zeit! Wir haben es echt eilig. Wir sind auf dem Weg. Auf dem Weg. Wie lange brauchst du denn noch? 1000 Tage. Ich hab dich gestern mit meiner Freundin gesehen. Zeit für ein Duell. Sag mal, hast du irgendwelche Stotterprobleme oder so? Egal! Zeit für ein Duell! Ich mach dich fertig! Nur Fragen in meinem Kopf, noch keine Antwort entdeckt. Hey, random Schülerin! Manchmal träumst du mitten am Tag. Warum arbeitest du nicht mit? Ich bin müde, mein Kopf ist leer. Und dann habe ich ihr gesagt, boah, jetzt halt mal die Klappe. Warum? Geschichte ohne Ende hast du erzählt. Hey, ich habe mal ein paar ganz wichtige Fragen. Wie stark ist dein Digimon? Ja, und da habe ich noch eine Frage, und zwar... Was für ein Pokémon bist du? Du bist echt
seltsam, aber ich würde sagen, nach Tara oder Absol? Entscheide dich! Oh mein Gott, ich habe gerade gesehen, wie ein Typ aus der Parallelklasse einen Manga gelesen hat! Hey, vergiss deinen Regenschirm nicht! Ich habe zwar keinen Plan, was das soll, aber danke schön. Wenn der Regen kommt, bist du nicht allein und du fühlst diese Macht, sie will dir noch näher sein. Ich werde da mal gehen. Dort im Regen gingst du fort, sagtest nicht ein kleines Wort. Na Kind, was möchtest du heute zu Abend essen? Tango, 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 Tango. Herr nicht näher definierter Sportler, was ist Ihre Strategie für den kommenden Wettkampf? One Punch! Aha, und Ihr Kollege wollte ja diesmal gar nicht teilnehmen, oder? Ah, da kommt er ja schon. Warum wollten Sie denn heute nicht teilnehmen? I don't want nobody to get killed. Ich bin so traurig. Ist dein Herz jetzt auch voller Traurigkeit und die Hoffnung an das Gute viel zu weit? Mit deinem Gesinge wird's bestimmt nicht besser. Oh Gott, ich habe mir gerade den Kopf geschwollen. Genau, und deshalb hoffe ich euch... Hey, was hältst du eigentlich davon, Johnny zum Geburtstag eine neue Uhr zu schenken? Hey, haben Sie vielleicht die Uhr Zeit? Was ist Zeit? Don't touch me! Papa Pipo, Papa Pipo, Papa Pipo, Bo! One, two, punch! Gino, Papa Pipo, Bo! So, liebe Spaghetti! Ich bin Kind 2! Zeit für ein Duell! Das Gesicht des Todes! Den Adenauer,